Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession, zu einem neuen Let's Play von mir, The Firestorm MP. Jetzt ist es Uncharted 3, Drake's Deception, in Vorbereitung für den vierten Teil, der ja am 10. Mai rauskommt. Ich werde es leider nicht rechtzeitig schaffen, den vierten Teil zu machen. Wie gesagt, meine Prüfung kam dazwischen im April. Ich habe mir mein Abi gemacht. Jetzt ist es vorbei. Ich habe Zeit aufzunehmen. Ich werde jetzt wieder ein bisschen mehr aufnehmen und werde wieder ein bisschen Zeit haben. Ja, ich mache jetzt Uncharted 3 Drake's Deception mit euch zusammen. Ihr schaut zu, ich spiele. Und zwar das Remastered auf der PS4. Ja. Und lass uns loslegen. Ja, genau. Wie gesagt, Uncharted 4 kommt bald ins in die Regale der Läden, nicht ins Kino, ganz und gar nicht. Und deswegen hatte ich vor, wie gesagt, die ganze Uncharted-Reihe zu machen, weil mir die auch sehr gut gefällt und die nochmal remastered für die PS4 rauskam. Und deswegen dachte ich mir, Let's Play für die nochmal. Uncharted 1, Uncharted 2 habe ich bereits schon gemacht, auch hochgeladen, online gestellt. Alles finito. Jetzt ist Uncharted 3. Ich werde nur die Story spielen, keine extra Schätze einsammeln oder ähnliches. Wenn ich die finde, werde ich sie einsammeln. Ansonsten nicht viel anderes machen. Ich schaue kurz in die Optionen. Spielen, Untertitel sind ein, die Spieltipps, ja, von mir aus auch. Fotomodus ist immer aktiviert. Steuerung, Empfindlichkeit, Schulterwechsel, horizontal, vertikal. Genau. Links und rechts sind normal. Alles klar. Anzeige. Alles klar. Audio. Lautstärke, Soundeffekte, Musiksprachausgabe und Film. Alles cool. Genau. Dürfte schon so richtig sein. Sprache Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und ich denke, wir fangen direkt damit an. Ich muss so kurz meine Kopfhörer ein wenig zur Seite, genau, ein wenig richtig justieren. So. Wir fangen an. Mit Uncharted 3, Drake's Deception. Viel Spaß. Wir spielen auf. Einfach. Neue Spieldaten. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Cutter,
Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist doch falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Na los. Hier kriegst du nicht. Der gehört mir. Ja, du und ich. Boom. Mal fertig, Date. Lass mich doch mal mit mir. Na los. Ah, du Pisser. Mal fertig. Komm schon, jetzt nicht nachlassen. Komm, Sully. Okay, Mann, du bist erledigt. Ah, scheiße. Bam, Junge. Bam, Junge. Hauen wir ab. Alles klar. Was ist denn das? Hey, du Großer. Hab ihn! Okay, Lil, halt drauf! Lass das lieber, um. Scheiße! Holy shit. Schnappt ihn! Hey, das war mein Drink! Noch eine Runde. Schon, Jungs, hört auf damit, ja? Aber was soll das denn? Schnappt den Jungs! Ist das privat oder kann ich auch kommen? Bitte nur zu. Oh Gott. Mach sie platt! Der Barkeeper. Ist das alles? Was soll denn das werden? Schnapp ihn! Ach du Scheiße, komm her. Das ist aber schnell eskaliert. Oh. Ja, verdammt! Ja, danke, erledigt. Shit. Mann, wie übel. Komm schon. Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Oh, oh.
Okay, Lust auf mehr. Oh, fuck. Du zwei? Nur mein Stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Oh Mann. Komm, los, Nate. Ja, wir hauen lieber ab. Wir können hinten raus. Ja, okay. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Mann? Ja. Jo. Los. Komm wir lieber ab. Ups. Mist. Oh, verdammt. Komm her, komm her. Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh. Vater! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was?